So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Your Level. Und wir sind hier immer noch in dem Hack von Mario Land 2.5. Und ich habe mir gedacht, wisst ihr was, komm, einmal kann es jetzt auch an einem Mittwoch erscheinen. Und das mache ich auch und dachte mir, ich spiele hier den Hack mal weiter. Und wir gucken uns mal, was in Desert of Third uns erwartet. Ein schneller Tipp. It's very hot here. Find some water to drink before the counter dries you out. Just like you. Oh. Aha. Ah, schön, eine neue Funktion. Ja. Nein. Du Drecksflamme. Wasser. It's forbidden to drink while driving. This applies as well with Yoshi. Get off and drink. Also wenn wir einen Yoshi haben, dürfen wir nichts trinken. Und wie komme ich da unten an die Röhre ran? Na super. Verdammt, ich habe den Pilz wegkommen lassen. Oh, weia. Also das ist eigentlich auch ein Level, das Druck aufbaut. Wow. Nee, ne? Nein! Das gibt es nicht ein. So. So. Hier durch. Egal, Wasser. 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 Wasser, ich brauche... Oh. Nein! Falsche Taste gedrückt. Nein, 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 nein. Nein. Da muss man jetzt wirklich überlegen, ob man da lang will. Nein, das gibt's doch nicht. Ich finde die Funktion ja so richtig geil. Oh, Alter. Das war heftig. Wie hieß das Level jetzt? Gar nicht drauf geachtet. Welcome to Future Past Now City. This city has been built on a spatiotemporal node. Enjoy your stay. Was haben die denn hier für Funktionen eingebaut? Oh, ich habe jedenfalls keinen Zeitdruck. Guckt euch die Koopa an. Ist das geil? Kann man in den Saloon rein? Nee. Aber in die Bank bestimmt. Boah. Natürlich kann man nicht in die Bank rein. Aber hier in die Röhre kann man rein. Was? Wo sind wir nun?
What the hell is happening here? Hä? Oh, da ist der Fall dahinter verschwunden. Schlüssel? Ich mag mich jetzt täuschen, aber ich habe jetzt nirgendwo ein Schloss gesehen. Okay. Hier geht's schon mal nicht rein. In die Bank auch nicht. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. What the? Was? Okay. Wir gehen jetzt mal nach rechts. Okay, nach rechts hat es uns jetzt nicht weitergebracht. Mal gucken, also ich bin jetzt gerade total geflasht, was hier alles ausgedacht haben. Oha, Chuck! Schön. Was ist das für ein Level? Das ist ja affengeil, das ist ja... Ich bin gerade voll geflasht. Okay, gut. Also wir brauchen jetzt den Schlüssel für die andere Röhre. So, hier rein. Okay, gut. Also hier. Trifft mich das oder nicht? Okay, da trifft mich jetzt gar nichts. Wow, also wie gesagt, das Level, das Flat. Wir sind in Futurama angekommen. Nein! Oh, damn it! Komm, hier gibt's noch einen Pilz. Moment, was? Okay. Ich möchte jetzt mal wissen, was ich jetzt hier für ein Item bekomme. Nein! Hier gibt's gar kein Item. Das sind Schläfer, deswegen. Da. Wow. Alter. Leute, wie geil ist das denn? Und da gibt es noch ein Secret Exit. Und ich glaube, das war der Secret Exit, oder? Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Komm. Ölshell Volcano. Ach, wie geil ist das denn? Grafiken aus Metroid. Moment. Ja. Kriegen wir hier auch einen Morphball? Das wäre cool. Hier kommt man nicht hoch. Wow. Also das ist echt mal cool, so ein Crossover. Da oben komme ich nur anders hin. Da komme ich nicht rein. Da komme ich nicht rein. Da komme ich hoch. Speichern wir hier mal. Dum, 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 dum. Oh, komm. Ein Mond.
Okay, gut. Wegen dem Mond mache ich mir jetzt doch nicht die Mühe. Den Hit, den will ich nicht kassieren. Wow. Das gibt's nicht. Wo bin ich? Ah. Ich finde die Location so cool. Mittelpunkt, hey! Oh. Was? Wow. Okay. Was? Ich glaub's nicht, das war jetzt echt ein schlechter Witz. Nee, ne? Nee, dann lade ich nochmal. Ich möchte wissen, was sich dahinter verbirgt. So. Nein! Obwohl, warte mal. Ach, das geht nicht! Nein! So. Wow. Nein! So nicht fair. Nee, ne? Ich will da jetzt lang. So. Alter, das gibt's doch nicht. Wo bin ich hier? Some items can be carried through the warp pipes. Handy. This volcano contains a gold mine that allowed to economic development of future past city. Okay. Also wir sollen den P-Switch mitnehmen. Das habe ich verstanden. Soll ich jetzt hier runter? Nein. Da hätte ich jetzt mit einem Spin-Jump runtergemusst. Nein! Was mache ich denn? Ich glaub's nicht. So, jetzt hier nochmal lang. Das gibt's nicht. Alter. Hey. Blöder Bischel. Komm, fall runter. Nein. Okay. Gut. Ei. Hä? Ja. Hä? An den komme ich nicht vorbei. Okay, an den komme ich nur anders vorbei. Okay. Puh. Aha. Okay, gut. Hey, Treasure. It's a treasure to meet you. What?
the fuck is here going? Moment. Da könnt ihr mal davon ausgehen, dass hier irgendwas ist. Ah ja. Ist klar. Oh. Und dann. Ja, komm unten. Ach, fast. Fast hätte ich sie gehabt, die Sternchen. Aber egal, wir haben den Bowser-Anzug, das passt. Wow. Das ist echt heftig. Fairwind Peak. Oh, cool. Wir dürfen Bowser sein, wir dürfen Bowser sein. Warum hat er jetzt gespeit? Egal. Was, auf den darf man nicht stehen? Oh nein, jetzt habe ich auch noch gespeichert. Was bin ich denn für ein Vollidiot? Ach, ich liebe das Risiko. Alles hier im Metroid-Style gehalten. Hammer. Das macht das Ganze nochmal viel interessanter. Oh. Sparky. Und ein paar Slow-Mos. Nein. Oh, auch noch falsch gespeichert, ey. Ich glaub's nicht. So. Speichern wir hier nochmal. Hier speichern. So. Gehe ich jetzt rechts lang? Rechts ist verlockend. Shelljump oder was? Was soll ich hier machen? Und wow. Slow down. Oh, göttlich. Alter. What? Wow, ich finde einen Pilz. It's because of this volcano and its heat that the area is desertic. Aha, wegen diesem Vulkan ist also der. Die Wüste. Der Wüste. Hm? Die Wüste. Komm her. Wow. Slow-mo. Slow-mo, du Homo. Ach, komm. Der war nicht fair. Oh. Extra nochmal um die Tür einen Kranz drum. Ah, es gibt sogar eine Halbzeitfahne. Na, ob sie auch an alles gedacht haben, dass ich jetzt ein großes Item noch bekomme? Ich glaube, da hätte ich jetzt nicht runtergemusst. Yep. Wow. 1:1 aus Metroid kopiert. Ist das geil. Ey Leute, das hat definitiv einen Daumen nach oben verdient. Wow. Macht mich Bowser jetzt immun dagegen? So. Okay, wir müssen uns merken, diese Höhe. Die Höhe geht nicht. Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht, ob ihr es glaubt oder nicht. Komme ich hier lang? Geht auch nicht. Okay. Also es wird jetzt ein Speedrun.
brauche ich hier echt viel Platz. Run, 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 run. Okay. Oh. Extra, dass man einen Hit annehmen kann. Was? Okay. Das muss ich jetzt nochmal checken. Okay. Okay, ich hab's jetzt verstanden. Gut. Also jetzt nochmal ordentlich. Na, komm. Der ist falsch. Die kommen hier lang. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Ach komm! Wohin? Nein! Wow! Ich glaub's nicht, nein! Aber ja, das ist mal ein innovativer Bosskampf, aber hier sind die Sprites definitiv zu viel. Alter, der hat es in sich. Okay. Okay. Nein. Nein. Oh, verdammt. Wow. Wow, 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 wow. Slow-mo. Ich muss jetzt gerade echt gut aufpassen. Das gibt's nicht. Okay, gut. Alter, ich hab's geschafft. Wow. Bravo Mario, you found the Ruby Key. So, und damit denke ich mal, haben wir jetzt dieses Let's Play erfolgreich abgeschlossen. Oder beziehungsweise diese Welt erfolgreich abgeschlossen. Es gibt natürlich noch viele mehr Welten, aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein, schickt mir ein Level unter Let's Play Your Level. troplay.lpyl@gmail.com. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.